schauen wir uns den Alura Bodenbelag einmal etwas genauer an. Alura Luxury Vinylfliesen überzeugen durch ihre realistisch wirkende Holz- und Steinoptiken. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie wir diesen strapazierfähigen und langlebigen Bodenbelag herstellen. Das Grundmaterial, das Glasfaservlies, wird zur Produktionsanlage gebracht. Das Glasfaservlies durchläuft ein Imprägnierbad und wird anschließend gegen eine beheizte Walze gepresst, damit die Imprägnierpaste gänzlich in das Vlies eindringt. Auf diese Weise entsteht eine glatte Oberfläche, die den optimalen Untergrund für die Bedruckung bildet. Die Druckstraße. Alle unsere einzigartigen Designs werden mit Hilfe großer Tiefdruckzylinder erzeugt. Die dabei verwendeten Druckfarben sind wasserbasiert und umweltfreundlich. Sie lassen sich absolut exakt mischen, sodass jeder gewünschte Farbton erzeugt werden kann. Bevor die Bahnen die Tiefdruckzylinder erreichen, werden sie zunächst durch Heizwalzen geführt, die die Bedruckbarkeit verbessern und zugleich kleine Unregelmäßigkeiten glätten, sodass ein optimales Druckergebnis gewährleistet wird. Die Druckfarbe wird schließlich mit Hilfe verschiedener Tiefdruckwalzen aufgebracht. Abhängig vom jeweiligen Design können die Bahnen bis zu 6 Druckwalzen passieren. Die Kombination verschiedener Walzen, Farben und Pressverfahren bietet unserem Designteam ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Dieses wird durch unsere Digitaldruckmaschine noch erweitert, mit der sich völlig kundenspezifische Bodenbelege drucken lassen. Nach dem Auftragen der wasserbasierten Druckfarben werden die Bahnen mit einer Nutzschicht versehen. Um genau zu sein, werden sie mit einer doppelten Nutzschicht versehen, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Anschließend wird der Belag nur noch mit einer Lackschicht überzogen. Der eigens für diesen Zweck entwickelte Purlack schützt den Belag vor Kratzern und Verschmutzungen, weshalb Ihr Bodenbelag auch nach Jahren noch wie neu aussieht. Um dem Belag ein lebendiges Erscheinungsbild zu verleihen, versehen wir ihn mit einer Oberflächenprägung. Dabei folgen einige der Prägungen exakt dem Druckmuster, was für eine besonders natürliche Wirkung sorgt. Diese patentierte Prägetechnik in Verbindung mit ihrer großflächigen Anwendung macht uns einzigartig am Markt. Der nächste Produktionsschritt, die Grundschicht. Für die Herstellung der Grundschicht verwenden wir Abfallmaterial aus unserer Objekt-Vinylproduktion. Wir recyceln die Produktionsabfälle mit Hilfe von Extrudern, die diese mit frischem Ausgangsmaterial zu einer warmen Masse vermischen. Diese Masse wird weiter transportiert, fällt in Walzen und wird danach auf die Rückseite der Bodenbelagsbahnen laminiert. Die so entstehende Grundschicht verleiht Alura Stabilität und verhindert, dass sich der Bodenbelag biegt oder aufwölbt. Das sorgt nicht nur für hervorragende Gebrauchseigenschaften und eine lange Nutzungsdauer, sondern gewährleistet auch eine besonders hohe Umweltfreundlichkeit. Der letzte Schritt in der Herstellung von Alura, das Zuschneiden. Vor dem Zuschneiden werden die Bahnen erwärmt, damit die vollautomatische Schneideanlage leichter hindurchgleiten kann. Die Bahnen werden mit Hilfe eines Ultraschallmessers, das 180.000 Mal in der Sekunde schwingt, in die verschiedenen Planken und Fliesengrößen zugeschnitten. Bei einigen Designs fasen wir die Planken und Fliesen in diesem Produktionsschritt an 2 oder 4 Kanten an. Durch die Phase, also eine kleine abgeschrägte Kante, wirken die Planken und Fliesen noch natürlicher. Nach dem Zuschneiden und Anfasen wird eine letzte Sichtprüfung durchgeführt. Die automatische Verpackungsanlage rundet den Produktionsprozess ab. Ein weiterer wunderbarer Bodenbelag wartet nun auf den Versand und auf neue Füße.